weiter als Frank Löffler bei etwa gleicher Absprunggeschwindigkeit. Vielleicht haben sich jetzt die Windverhältnisse, wo die Jury ja tagen muss, ob es mit dem Anlauf weitergeht. Die hat er übersprungen, aber es geht weiter. Gerd Siegmund. Ja. Total verkorkster Sprung. Aber wie wir gesagt haben, so liegt das heute beieinander. Die Streuung unglaublich groß aufgrund der Charakteristika dieser Schanze. Und es führt Schwarzenberger vor Löffler, der eine 133, der andere 123 und so viele 80 und 90 Meter Sprünge. Aber wir können nur sagen, Inken Palace, Riesenkompliment an Frank Löffler.